Es war ein sonniger Herbsttag im Jahr 1456 in der kleinen Stadt von Ravensburg. Die Menschen hatten gerade das lange Warten auf die Ernte abgeschlossen und wollten nun ihre Neuigkeiten austauschen. Königin Beatrix, die Frau des Herzogs von Bayern, hatte sich anreisen lassen, um den Markt zu besuchen. Die Straßen wurden gereinigt, die Häuser putzt und die Stände aufgebaut. Der Markt war ein Ort der Begegnung für alle Menschen aus dem Umland. Hier konnten sie ihre Neuigkeiten austauschen, Waren kaufen oder einfach nur das Leben genießen. Als Königin Beatrix am Markt anlangte, wurde es wie ein Fest für alle Anwesenden. Sie wurde von den Menschen begrüßt und umringt, als sie durch die Straßen zog. Der Reiz dieses Marktes lag darin, dass er eine Art von Zeitreise in die Vergangenheit war. Die Menschen kamen hierher, um das Leben zu erleben, wie es vor Jahrhunderten gewesen sein musste. Als der Markt am Ende des Tages beendet wurde und sich die Leute auf den Heimweg machten, blieb bei allen eine unvergessliche Erinnerung. Der Mittelaltermarkt war ein Ort der Begegnung, eines Festes und einer Zeitreise in die Vergangenheit. Der Reiz dieser Märkte liegt darin: Gemeinschaft. Die Menschen treffen sich hierher, um miteinander zu reden. Zeitreise. Der Markt ist ein Ort der Begegnung mit der Vergangenheit. Festlichkeit. Die Märkte sind immer wieder ein Fest für alle Anwesenden.